Es ist keine 50 Jahre her, da war Dubai nicht mehr als eine Kleinstadt irgendwo an der Küstengrenze der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Stadt war einst nur ein kleines Handelszentrum der wandernden Völker in dieser Region der Welt. Das galt so lange, bis die Herrscher des Emirats entschieden haben, dass sie die Stadt zu einem neuen Weltwunder ausbauen wollen. Milliarden und Milliarden Dollar flossen in spektakuläre Projekte, die die Stadt in wenigen Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Zentren der Welt gemacht haben. Heute steht das Gebiet für Luxus, für atemberaubende Bauwerke und für eine spannende neue Kultur im arabischen Raum. Das geht einher mit einigen Besonderheiten, die man nur hier in Dubai finden kann. Welche von ihnen sind für Besucher von besonderem Interesse? Das zeigen wir euch heute. Der Autofriedhof von Dubai. Wenn über Fotos oder Fernsehberichte über Dubai informiert wird, sind es nicht selten die Luxusautos auf den Straßen, die dem Gebiet ihren Charakter geben. Teure Bentleys, BMWs, Porsche und andere Luxusmarken sind hier vollkommen normal. Nicht wenige von ihnen fahren Rennen auf der Straße und messen sich mit Werten, die für den normalen Verbraucher dem Gehalt ihres Lebens entsprechen. Nicht immer bleiben diese Autos aber für lange Zeit bei ihrem Besitzer. Viele von ihnen werden vom Gesetz konfisziert oder einfach von jenen zurückgelassen, die weiterziehen. Auf dem Autofriedhof von Dubai verrotten Luxusautos im Sand der Wüste. Hier stehen Millionenwerte an Liebhaberwagen und anderen Luxusautos, die keinen Wert mehr für ihren Besitzer haben oder von der örtlichen Polizei beschlagnahmt worden sind. Inzwischen bemüht sich der Staat darum, die Wagen mit Auktionen wieder unter das Volk zu bringen. Zahlungskräftige Kundschaft wird man dafür in Dubai immer finden. Skipiste in der Wüste. Es gibt eine Vielzahl an besonderen Aktivitäten, die man in einer so unwirtlichen Region der Erde einmalig erleben kann. Trekkingtouren durch die Wüste sind dafür nur ein Beispiel. Womit man bei Temperaturen um die 45 Grad Celsius im Sommer und einer Regenwahrscheinlichkeit von 2 Tagen im Jahr eher nicht rechnen würde, wäre die Möglichkeit, die eigenen Skills beim Skifahren trainieren zu können. Trotzdem haben die zuständigen Herrscher von Dubai eine der spektakulärsten Indoor-Skipisten der Welt hier in Dubai aufgebaut. Für etwa 60 Euro am Tag kann man als Teil der Mall of Dubai den gesamten Tag in einem Skiparadies mitten in der Wüste verbringen. Bei konstanten minus 1 bis minus 2 Grad erfreuen sich die Besucher an der interessanten Möglichkeit, dem Wintersport mitten in der Wüste nachzukommen. Die Attraktion ist bei den Touristen beliebt und einer der Orte, zu dem es auch die vielen internationalen Besucher zieht. Fraglos eine kleine Kuriosität, die an die ohnehin sehr interessante Mall angeschlossen ist. Kamelrennen. Wer es ein wenig klassischer möchte und mit Schnee mitten in der Wüste nur wenig anfangen kann, hat mit dem Kamelrennen von Dubai genau die richtige Alternative. Immerhin waren die Kamele tatsächlich stets mit der Stadt verbunden, waren sie doch über Jahrhunderte das bevorzugte Werkzeug für Lastentransporte durch die unwirtliche Landschaft in der Region und im gesamten Land. Kamelrennen gehörten dabei zu den Dingen, die bereits die Ureinwohner in diesem Gebiet zur Unterhaltung bewerkstelligt haben. Heute kann man an diesem Kulturgut auch als Tourist teilnehmen. Außerhalb der Stadtgrenzen sind die Rennpisten für die Kamele aufgebaut. Es handelt sich dabei um eine Beschäftigung, die tatsächlich eng mit der Geschichte der Stadt verbunden ist. Und entsprechend konservativ sollte man sich kleiden, wenn man hier teilnehmen möchte. Neben immerwährenden Ruhm kann man bei diesen Rennen mitunter hochwertige Preise gewinnen. Eine tolle Möglichkeit, tatsächlich etwas zu erleben, das zur Region passt und nicht erst mit dem Wohlstand der Stadt kam. Die künstlichen Inseln von Dubai. Dubai ist auf der gesamten Welt für seine besonderen Bauwerke bekannt. Die Herren der Stadt haben in den vergangenen Jahren Milliarden von Dollar investiert, um aus Dubai nicht nur eine Handelsmetropole zu machen, sondern vor allem um Touristen aus der gesamten Welt anzuziehen. Am liebsten jene, die besonders gut betucht sind und neues Kapital in die Stadt bringen. Ein Highlight dieser Versuche sind die künstlichen Inseln, die gemeinhin vor allem als die Palmeninseln bekannt sind. Die künstlich aufgeschütteten Inseln an der Küstenlinie von Dubai sind von oben tatsächlich in der Form einer Palme sichtbar. Sie wurden in jahrelanger Arbeit mit der Hilfe von Wüstensand im Meer aufgeschüttet und sind heute die Heimat von besonderen Geschäften und besonders hochwertigen Villen und Ferienhäusern. Wer einige Millionen Dollar übrig hat, kann sich hier ein Domizil am vielleicht interessantesten Ort der Welt kaufen. Wenn es für das Investment nicht reicht, können die entsprechenden Unterkünfte aber auch für einen Urlaub gemietet werden. Die zweitniedrigste Kriminalitätsrate der Welt. Mit einem Urlaub im Nahen Osten sind die verschiedensten Befürchtungen und Vorurteile verbunden. Aufgrund der Unsicherheit in der Weltlage scheuen sich viele Besucher davor, einen Trip in diesen Teil der Welt zu unternehmen. Dabei muss man gerade bei Dubai nicht die geringsten Sorgen haben, dass man das Opfer von Verbrechen oder Terror wird.
Wie verschiedenste Studien ergeben haben, kann man nur in Finnland noch sicherer sein, dass man nicht mit Kriminalität in irgendeiner Form in Kontakt kommt. Das liegt auch daran, dass die Herren von Dubai genau auf den Ruf ihrer Stadt achten. Tatsächlich sind die meisten Vorurteile, die mit der Stadt oder der Region verbunden sind, nicht wahr. Es gibt einige tolle Möglichkeiten für einen Urlaub in Dubai. Und die Präsenz von Polizei und militärischen Sicherheitsbehörden suggeriert nicht nur, dass man in der Stadt sicher ist. Es kommt hier selten zu wirklichen Verbrechen. Wenn es doch einmal zu dem Einsatz der Polizei kommt, hat dies meist mit den teuren Autos und ihren Haltern zu tun. Die Autokultur von Dubai. Wie eben bereits erwähnt, ist eine der klischeehaftesten Entwicklungen in Dubai vor allem mit den vielen Wagen auf der Straße verbunden. Die Schönen und Reichen der Stadt investieren einen Teil ihres Kapitals nicht selten in die tollsten Autos, die man für Geld auf der Welt finden kann. So finden sich hier auf den Straßen nicht nur die typischen Modelle von Luxusautos wie Ferrari und Porsche, auch besondere Anfertigungen, die alleine für die Besitzer in den Werken der berühmten Marken entstanden sind, sind keine Seltenheit auf den Prachtboulevards der Stadt. Für die Einwohner von Dubai ist der Besitz eines teuren Autos oft das Aushängeschild für ihren eigenen Wohlstand. Da kann es schon einmal sein, dass man eine Gruppe von jungen Männern in einem McLaren F1, einem Auto für mehr als eine halbe Million Euro, durch die Straßen fahren sieht. Fans von teuren Autos werden hier beim Planieren durch die Stadt also in jedem Fall auf ihre Kosten kommen. Nur etwa 15% Einheimische in der Stadt. Während teure Autos auf den Straßen eine Normalität sind, die die meisten langfristigen Besucher nicht einmal mehr bemerken, gibt es eine Sache, die deutlich mehr auffallen würde. Das Treffen mit einem Einheimischen. Dubai ist ein Zentrum der internationalen Besucher. Millionen von Touristen sind hier inzwischen jedes Jahr zu finden. Vor allem ist es normal, dass es viele Menschen in die Stadt zieht, um Arbeit zu finden. Die Gehälter sind gut und es ist eine tolle Möglichkeit, wie man in wenigen Jahren ein gutes Polster für das eigene Konto aufbauen kann. Während internationale Besucher auch für die hier tätigen Firmen für einige Jahre bleiben, gibt es in der Stadt nur etwa 15% Menschen, die tatsächlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren worden sind. Sie können sich die Stadt meist nicht leisten und sind, sofern sie denn geblieben sind, die Stadt für die vielen Touristen am Laufen zu halten. Eine Begegnung mit einem Einheimischen ist also deutlich unwahrscheinlicher als eine Begegnung mit einem teuren Ferrari auf den Straßen. Oase des Wachstums. Der Erfolg von Dubai und letztendlich auch die Anziehungskraft der Stadt liegt für viele Menschen in dem Fakt, dass es sich um eine Oase des Wachstums handelt, die den verschiedensten Entwicklungen in der Welt zu trotzen scheint. Seit dem Beginn des Aufschwungs in den 50er Jahren hat die Stadt keine wirkliche Rezession erlebt. Selbst als im Rest der Welt aufgrund der Finanzkrise die unterschiedlichsten Probleme entstanden sind, hat man sich in dieser Zeit in Dubai entschieden, den Bau von einem der teuersten und größten Flughäfen der Welt in Auftrag zu geben. Inzwischen wächst nicht nur die Wirtschaftskraft des Emirats, sondern auch die Zahl der Einwohner. Viele Unternehmen sind hier platziert und unterhalten wenigstens kleine Niederlassungen. Das zieht natürlich Menschen aus allen Teilen der Welt in die Stadt. Entsprechend groß ist das Wachstum in der Region. Eine Region, die eigentlich mitten in der Wüste liegt und daher nicht umsonst als eine Oase in einer Region wahrgenommen wird, in der Menschen nur schwerlich überleben könnten. Das Luxusleben von Dubai. Die meisten Menschen, die sich ein Leben in Dubai leisten können, gehören ohne Frage zu der absoluten Elite der Einkünfte. Sie haben Millionen auf dem Konto und leisten sich hier in Dubai meist im Urlaub ein Leben, das man auf Instagram und auf anderen Seiten mit offenem Mund verfolgen kann. Der Puma auf dem Beifahrersitz des Porsche ist dabei keine wirkliche Besonderheit mehr. In Dubai aufzufallen ist aufgrund der Masse an Luxus und Entwicklungen dieser Art kaum noch möglich. Das zeigt sich auch im luxuriösen Nachtleben der Stadt. Wer glaubt, dass es aufgrund des muslimischen Hintergrunds der Stadt eher sittsam zugeht, ist einem Vorurteil aufgesessen. Tatsächlich gehört die Stadt inzwischen zu einer der wichtigsten Metropolen für Künstler aus der gesamten Welt. In den Clubs der Stadt legen die beliebtesten und begehrtesten DJs der gesamten Welt auf und unterhalten ein Publikum, das schon einmal ein Jahresgehalt eines normalen Angestellten in einer guten Nacht umsetzt. Luxus und Dubai sind eng miteinander verknüpft. Das sieht man besonders im pulsierenden Nachtleben der Stadt. Die exklusivsten Hotels der Welt. Das Wahrzeichen der Stadt ist neben der Palmeninsel ohne Frage das Hotel Burj Al Arab. Es steht am Platz 4 in der Tabelle der höchsten Hotelgebäude der Welt und steht für absoluten Luxus. Hier finden sich zwar noch die ein oder anderen normalen Zimmer, die Regel sind aber teure Suiten, die mitunter bereits vor Jahren gekauft worden sind und exklusiv für die reichsten Menschen der Welt zur Verfügung stehen. Inzwischen sind in der Stadt die verschiedensten Luxushotels entstanden. Die Preise sind in den vergangenen Jahren leicht nach unten gegangen und erlauben es heute auch den Normalsterblichen, einen Urlaub umgeben von reinem Luxus in der Stadt zu machen. Dubai ist ohne Frage einer der interessantesten Städte der Welt. Mit ihrem Luxus und den besonderen Einwohnern polarisiert sie aber auch.
Was haltet ihr von Dubai und seiner Entwicklung? Würdet ihr die Stadt gerne einmal besuchen oder habt ihr das bereits getan? Was ist euch dabei besonders aufgefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr nie wieder neue Videos verpassen wollt, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.